Du hast noch solche alten mechanischen Gurtwickler verbaut und möchtest diese automatisieren? Ja, oder einfach per Smartphone bedienen, von zu Hause oder sogar von jedem Punkt der Welt aus. Dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben genau das richtige Set für dich. Ja, und zwar unser Starter-Set für zwei Rollladen. Darin ist alles enthalten, was du brauchst. Zweimal unser Gurtwickler Rollotron Classic Smart. Und einmal unser Gateway Premium. Was du mit dem Set machen kannst, das zeigen wir dir jetzt. Ja, wir sind jetzt hier bei uns im Wohnzimmer und wie ihr seht, haben wir jetzt hier einen mechanischen Gurtwickler verbaut und da ist unser Rollotron Classic Smart verbaut. Ja, und an der Stelle werden wir natürlich jetzt den zweiten Gurtwickler einbauen. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt ganz kurz. Im ersten Schritt Rollladen runterlassen und den mechanischen Wickler ausbauen. Passt auf, dass ihr euch nicht an der vorgespannten Feder verletzt. Unsere Gurtwickler brauchen 230 Volt. Entweder ihr verwendet das beiliegende Anschlusskabel oder ihr macht es so wie wir und lasst euch 230 Volt in den Gurtkasten legen, dann seht ihr später gar kein Anschlusskabel. Jetzt das vorhandene Gurtband unter der Umlenkrolle einführen und hinten auf das Wickelrad auflegen. Anschließend könnt ihr einige Umdrehungen aufwickeln und den Wickler wieder einbauen. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall beide Endpunkte einstellen. Dazu drückt ihr die Richtungstaste und die Stopptaste gleichzeitig und haltet diese gedrückt, bis der gewünschte Endpunkt erreicht ist. Einmal für oben und natürlich auch für unten. Wenn ihr das Gerät am Gateway Premium anmelden möchtet, startet ihr den Anmeldemodus am Gateway Premium und drückt anschließend die Uhr-Taste und die Stopptaste gleichzeitig für ca. 4 Sekunden. Der Anmeldemodus wird gestartet und die Uhr-LED blinkt grün. Ja, unsere Gurtwickler, die haben wir jetzt hier verbaut und unser Gateway Premium haben wir vorab schon in Betrieb genommen. Und natürlich haben wir vorab auch schon unsere HomePilot-App installiert. Ein Video zur ersten Inbetriebnahme vom Gateway Premium und auch zur Installation von der App haben wir bereits erstellt. Das verlinken wir euch hier oben noch einmal. Da wird alles nochmal genau erklärt. Ja, jetzt ist es so, dass ich die Geräte über die HomePilot-App aus der Ferne von jedem Punkt der Erde aus bedienen kann. Natürlich könnt ihr auch Automatiken nutzen, wie eine Zeitautomatik, Astrofunktion oder Zufallsfunktion. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn ihr im Urlaub seid und keiner zu Hause ist, damit euer Haus immer belebt aussieht. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und sehr praktisch ist auch zum Beispiel ein Sprachbefehl. Alexa, öffne Rollladen. Ihr könnt Sprachassistenten nutzen, wie zum Beispiel, wie Okay. gerade gesehen von Alexa. Ihr könnt Google Assistant nutzen und ihr könnt sogar Siri Kurzbefehle erstellen und damit die Rollläden noch bequemer steuern. Natürlich könnt ihr euer Starter-Set auch erweitern, zum Beispiel mit unserer Fernbedienung Smart 6 Gruppen oder mit einem Sonnensensor, falls ihr eure Rollläden bei Sonne in die Beschattung fahren möchtet. Auch sehr wichtig. Und natürlich könnt ihr das Set jederzeit erweitern, auch mit weiteren Aktoren wie weiteren Gurtwicklern, Rohrmotoren und so weiter. Denn ihr könnt letztendlich bis zu 100 Geräte mit unserem Gateway Premium ansteuern. Das ist schon jede Menge. Auf jeden Fall, das heißt, das ist wirklich ein Starter-Set und weiter geht's natürlich immer. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst, bitte hier auf den Abonnieren-Button klicken.